Damen und Herren, guten Morgen. Willkommen zur zweiten Ausgabe der Konferenz Fighting Fake Facts. Ich freue mich, dass Sie den Weg so zahlreich hierher gefunden haben. Und ich freue mich auch, dass es uns gelungen ist, Referenten zu finden, die wirklich einmütig sind. Mein Name ist Peter Seitz. Ich bin Vorstandsmitglied der SAPW, der Schweizerischen Akademie für Technische Wissenschaften. Die SAPW ist einer der Organisatoren. Der andere Organisator ist NDPI. Das ist ein großes Ding, kann ich nicht alleine machen. Deshalb bin ich sehr froh, dass mein Kollege Professor Marc Eisenecker, er ist Professor für Medienwissenschaft an der Universität Zürich und leitet das gleichnamige Institut. Die Konferenz wird organisiert vom SAPW, in der Schweizerischen Akademie für Technische Wissenschaften. Ich möchte auch den Präsidenten begrüßen. Willi Lehrer ist dort hinten der Projektor. Und NDPI. NDPI ist eine der Hidden Jewels der schweizerischen Industrie. Wussten Sie das eigentlich? NDPI ist unterdessen der zweitgrößte Open Access Verlag der Welt geworden. Sie haben 1997 mit Schuck und Lin, der aufkommen wollte, angefangen, ganz klein, im Kinderzimmer einer Zweizimmerwohnung. Heute haben Sie 2100 Mitarbeiter. Wenigsten wissen davon. Und ich bin sehr dankbar, dass wir unterstützt werden von NDPI. Aber natürlich, für einen Verlag ist es sehr, sehr wichtig, dass was rapportiert wird, auch wirklich wahr ist. Und das ist das Thema unserer heutigen Veranstaltung, die nicht hätte gemacht werden können, ohne zwei Personen, die das Ganze organisatorisch erledigt. Der Mann hinter der Kamera, Matthias Burkhalter und Geraldine Löhnberger. Wenn Sie irgendein Anliegen haben, gehen Sie zu diesen beiden. Oder kommen Sie zu uns und dann gehen wir zu diesen beiden. Also, ich habe mich sehr gefreut, dass letztes Jahr die Rektorin der Universität Basel, Frau Andrea Schenker-Wicki, den ganzen Morgen mit uns verbracht hat. Und ich habe gefragt, wie macht das eigentlich eine Rektorin? Warum macht sie das? Und sie sagt, das ist ganz einfach. Diese absolute Ehrlichkeit, dieser Wille, keine falschen Fakten zu verwenden, gehört zu den wenigen Grundwerten einer Universität. Das ist so wichtig für uns, dem muss ich ganz viel Zeit und Aufmerksamkeit geben. Sie hat sich auch dieses Jahr wieder angemeldet, musste aber kurzfristig absagen. Zum Glück hat sie uns einen gleichwertigen Ersatz geliefert, nämlich Professor Thorsten Schwede, darf ich Sie bitten. Er wird im Namen der Rektorin, Frau Andrea Schenker-Wicki, wird eine Grußbotschaft an uns richten. Er ist tatsächlich Bioinformatiker, also er weiß, wie man mit Informationen umgeht. Und ihm ist es auch ein großes Anliegen, dass Information wahr ist. Ich bitte Sie, Herr Schenker. Sehr geehrte Damen und Herren. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Studierende, liebe an der Wissenschaft Interessierte. Es ist mir eine große Freude, Sie heute hier im Namen der Universität stellvertretend an Herrn Schenker-Wicki und der Universität Basel für die Konferenz Fighting Fake Facts begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Thorsten Schwede, wie schon erwähnt, bin ich Bioinformatiker, seit 2018 Vizedirektor Forschung. Und als Vizedirektor Forschung ist natürlich das Thema Fakten, Daten eines unserer Kernthemen, und das werde ich auch machen. Ich möchte mich zu Beginn meiner einführenden Worte ganz herzlich bedanken. Bedanken bei den Organisatoren, Dr. Peter Steitz, Forscher der SRTW, Professor Marc Eisenecker von der Universität Zürich und Matthias Burkhalter, dass sie diese Konferenz hier bereits zum zweiten Mal an der Universität Basel durchführen. Grenzen sind an der Universität ein ganz wichtiges Instrument, um sich international zu vernetzen, um mit unseren Kollegen
mit Zehntausenden von Teilnehmern, die sich für wissenschaftliche Themen interessieren. Sie können sich vorstellen, als ich die Einladung zur Konferenz Fake Facts bekommen habe, ich erst mal gestürzt war. Was meinen wir mit diesem Oxymoron? Ist das ein Problem für die Wissenschaft oder eher für die Politik? Für uns Wissenschaftler ist es klar, der Weg zu Wissen führt über Daten, Analyse von Daten, theoretische oder praktische Überlegungen, die uns zu Hypothesen bringen. Wir führen systematische Experimente aus, finden unabhängige Bewegungen, die es uns erlauben, unsere Hypothesen wieder zu validieren und zu falsifizieren. Das heißt, eine Grundvoraussetzung, um eine Hypothese als wissenschaftlich belegt anzuerkennen, ist, dass sie durch reproduzierbare experimentelle Beweise bestätigt werden kann. Und zwar nicht nur durch den Wissenschaftler, der diese Idee hat. Nein, die Erwartung ist, dass jeder Wissenschaftler weltweit meine Ergebnisse kritisch hinterfragen kann und validieren oder falsifizieren kann. Und wir kommen ganz am Ende von meiner Einführung nochmal auf diese Frage zurück. Bedingungslose Ehrlichkeit, Offenheit, Selbstkritik sind die Grundlage des wissenschaftlichen Ansatzes, auf dem unsere moderne Gesellschaft beruht. Fortschritte in der Medizin, in der Biologie, in der Technologie, in der Elektronik oder Kommunikationstechnologie beruhen genau auf diesen Prozessen. Das klingt jetzt alles schön, nach mir. Als ich überlegt habe, was ich in meiner Einleitung erzählen soll, ist das Thema Fake Facts neu und der Antwort ist nein, nein, ist es nicht. Das mit den Fakten und den Schlussfolgerungen ist uns Sache. Wenn wir uns ein Geschichtsbuch aufschlagen, dann stellen wir fest, dass Lügen und Manipulationen von Fakten als Beleg für diese Lügen ungefähr so alt sind wie die Menschheitsgeschichte. Das ist also nicht wirklich neu. Unsere Geschichtsbücher sind voll von Wundern, mit denen Priester, Schamanen, Pharaonen, ähnliche Scharlatane ihr Publikum mit gefakten Fakten über ihre Fähigkeiten oder ihre übernatürliche Macht überzeugt wurden. Es wurden schon Urkunden gefälscht und gezielt falsche Informationen gestellt. Und manchmal sogar falsche Informationen, aber falsche Informationen. Sie kennen alle den Begriff Potemkinsche Dörfer, was eigentlich ein schönes Synonym ist für Fake Facts. Die Redewendung geht zurück auf eine Erzählung über den russischen Feldmarschall und Reichsfürst Kirill Alexandrowitsch Potemkin, hier dargestellt in einem Gemälde von Baptiste von Lampi aus der Hermitage. Der Legende nach hat er vor dem Besuch seiner Herrscherin Katharina II. In Neurussland im Jahr 1887 entlang der Wegstrecke von Katharina gemalte Dörfer aufstellen lassen und dann Einwohner dieser Dörfer von einem Gemeindedorf zum nächsten transportiert, um Katharina eine Welt vorzuspiegeln, die es gar nicht gab, und das wahre Gesicht der Gegend zu verwenden. Da haben wir sie also. Unsere Fake Facts, unsere Vorspiegelung falscher Tatsachen. Leider hat diese Geschichte einen Haken. Sie stimmt ja nicht. Diese Geschichte ist selbst ein Fake Fact. Zur Entstehung vermuten die Historiker, sie sei von Gegnern Potemkins am Hof lanciert worden. Von Leuten, die neidisch waren, seine guten Beziehungen zu Katharina der Großen. Als Urheber wird der kursächsische Diplomat Georg von Helbig genannt, der die Geschichte zunächst in seinen Depeschen verbreitet hat und nach dem Tod Potemkins in seiner Biografie über Potemkin verewigt hat. Somit ist also das bekannteste Synonym für Fake Facts selbst einigen solches ein Fake Facts. Aber warum erzähle ich Ihnen eine Geschichte aus dem 18. Jahrhundert? Nun, wir heute einen ganz ähnlichen Trend zum Nebel werfen. Das gezielte Streuen von Lügen, die sich richtig anfühlen, können wir täglich in den Nachrichten auf Neues erleben. Wir haben uns alle in den letzten Jahren so sehr an die Existenz von Fake News gewöhnt, dass wir kaum noch nach einer Konsistenz oder Kontinuität in der Datenbank suchen. Die rasante Verbreitung von Social Media und anderen elektronischen Plattformen lässt den Wahrheitsgehalt einer Meldung kaum noch überprüfbar aussehen. Je ungewöhnlicher eine Nachricht ist, umso schneller verbreitet sie sich, umso mehr Aufmerksamkeit zieht sie auf sich, umso häufiger wird sie wiederholt. Und genau diese Wiederholung, diese eingehende, ständige Wiederholung, ist das, was unseren kritischen Staat am Ende verschwindet. Insbesondere im Bereich der Politik werden Lügen und Falschinformationen nicht nur gezielt geschaffen, sie werden auch dank Social Profiling genau den Leuten zugespielt, die besonders anfällig sind für Nachrichten, die zwar falsch sind, aber sich richtig anfühlen.
nicht mehr messbare und hochproduzierte Fakten bestimmen, also was für wahr wahrgenommen wird, sondern ob sich eine Behauptung richtig anfühlt. Und wenn offensichtlich die objektive Tatsachen der Behauptung widersprechen, dann dürfen sich ja heute sogar Regierungen auf Alternative Facts berufen, um sich nicht an eine subjektive Behauptung an objektiven Tatsachen aufgeben zu müssen. Als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler muss das ein Alarmsignal sein. Wir können und dürfen nicht akzeptieren, dass Fake Facts und gefühlte Wahrheiten die Grundlagen unserer Gesellschaft in Frage stellen. Das untergräbt das eigentliche Fundament der wissenschaftlichen Erkenntnis und damit unseren technischen und gesellschaftlichen Fortschritt. Sie werden jetzt denken, als Wissenschaftler, da ist das eigentlich nicht mein Problem, Politik ist ein Problem der anderen. Wir als Wissenschaftler sind ja so kritisch und sind völlig immun gegen uns. Lass uns diesen Punkt vielleicht etwas genauer anschauen. Sie werden heute im Laufe des Tages noch verschiedenste andere Themen angucken. Ich möchte ganz kurz ein bisschen auf meinen eigenen Wissenschaftsbereich, Wir haben alle schon häufig den Satz gesagt, der berühmte Preisträger XY hat in seinem Nature of Science Paper tralala gesagt. Neigen wir nicht alle dazu, die Eminenz der Person oder des Journals als Ersatz für die Evidenz einer Aussage zu nehmen? Und stehen wir dann auch wirklich auf und rufen Bullshit, wenn jemand etwas Unsinniges erzählt? Nehmen wir mein Eingangsstatement, das ich Sie heute gehört habe. Ich habe behauptet, an der Universität Basel finden jährlich über 900 internationale wissenschaftliche Tagungen statt, mit Zehntausenden von Teilnehmern aus aller Welt. Eigentlich hätte Herr Seitz an dieser Stelle sein Programm zerstören müssen und das da machen. Unfug! Das kann nämlich gar nicht sein. Sie können es auch kurz mit den Fingern abzählen. Das geht gar nicht bei der Zahl der Professoren, der Zahl der Räume, der Zahl der Arbeitstage. Das kann nicht stimmen. Aber wenn der vielzeitige Forscher vorne steht und Unfug erzählt, dann steht natürlich nicht auf und gibt den Finger und sagt, das ist die Blödsinn. So eine kleine Übertreibung bei Zahlen von Konferenzen oder Teilnehmern und Amtseinführungen, das ist jetzt eher harmlos und ändert nicht wirklich am Verlauf der Welt etwas. Aber es illustriert, glaube ich, einen Punkt, der mir wichtig erscheint. Als Wissenschaftler haben wir die Verpflichtung, Finger zu heben, Fakten genau zu prüfen und wenn etwas nicht stimmt, müssen wir den Mund aufmachen, dann müssen wir Unfug rufen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Wollen wir uns wirklich mit den Trollenwindeln annehmen, die ein paar streubenden Blödsinn erzählen, die der da oben darüber, dass Viren überhaupt Krankheiten erzeugen? Oder wollen wir uns wirklich mit den Leugnern des Klimawandels anlegen, dann müssten wir am Ende vielleicht noch unseren eigenen Lebensstil ändern, wenn sich wirklich was ändert. Und Freunde, bei unseren Homöopathen machen wir uns auch nicht, wenn wir sie darauf hinweisen, dass Zuckerperlen ohne Inhaltsstoffe keine Nachweisewirkung haben können. Außer natürlich die Wirkung auf den Kontostand des Homöopathen des Apothekers. Wir sind also bei einem Problem gelandet mit, es ist einfach bequem, die Dinge zu glauben und es tut manchmal weh, kritisch zu sein und Dinge beim Namen zu nennen. Und manchmal braucht es eben eine 16-Jährige mit Asperger-Syndrom, um uns aufzuwecken und uns zu zeigen, dass es eigentlich an der Zeit ist, für die Wahrheit einzustehen. Aber gehen wir weg von der Politik, von der Öffentlichkeit, kommen wir zu meinem eigenen Forschungsgebiet. Macht mir natürlich immer Spaß, darüber zu reden. Ich habe hier eine ganz besonders spannende Stelle mitgebracht, GGAAT. Das ist ein Fehler. Genau. Das sind natürlich als Fachleute alle sofort gesehen, das ist eine DNA-Sequenz. Und als Experten sind sie auch, das ist nicht Ihre, sondern das ist natürlich jetzt. Und wir beschäftigen uns nicht mit der Frage, was war zuerst da, die Hände oder das Ei, sondern eigentlich mit der Frage, wie kommt es, dass all das dasselbe Genom hat, aber trotzdem ganz anders aussieht. Und wenn ich sie immer noch nicht überzeugt habe, dann mein Frühstück hat auch dasselbe Genom. Sieht ganz anders aus. Es ist also nicht das Genom des Menschen, das uns wirklich ausprägt, sondern es ist das, was der Körper daraus macht. Und das liegt daran, dass der Körper DNA-Sequenzen, Proteinsequenzen versetzt und daraus entstehen dreidimensionale Proteinstrukturen.
Das muss man sich so vorstellen. Werkzeug ist im Kopf, Werkzeug ist drin, jedes hat eine andere Form. Die Form bestimmt die Funktion. Wie finde ich jetzt raus, von Protein aus, was brauche ich, zu verstehen, wie Krankheiten entstehen, wenn die Krankheiten funktionieren. Ich kann entweder aufwendige Experimente machen, ich war zum Psychotron, ich weiß, da war ich Monate, kostet Millionen, ich versuche dann, sowas experimentell zu lösen. Oder ich schreibe einen Computeralgorithmus, der mir das Ganze simuliert, vorhersagt. Und das ist das, womit sich einfach beschäftigt. Der Ansatz, den wir dazu wählen, nennt sich Homologie-Modellierung. Ich möchte das kurz illustrieren in einem Gemälde von Magritte, der Clairvoyance. Was Magrittes Maler hier macht, ist, er schaut sich ein Ei an und fängt an zu malen. Das, was er dann malt, ist der Vogel, der aus diesem Ei schlüpft. Und das macht er aufgrund der Erfahrung von anderen Eiern, die er gesehen hat. Daraus wird sich ableiten lassen, naja, das sieht so ähnlich aus wie das, obwohl von einem Vogel so ähnlich ist. Genau diesen Ansatz wählen wir bei der Vorhersage von Protein. Wir interpolieren bestehende Daten auf Dinge, die richtig aussehen und sich richtig anfühlen und bestimmte Aspekte von Proteinstruktur widerspiegeln. Das sind Proteinmodelle, also Fake Facts. Eigentlich nicht so richtig. Ich glaube, die Hauptunterschied ist zum einen die Intention. Wir bauen Computermodelle, um anderen Wissenschaftlern zu helfen, Hypothesen zu bilden, nicht um sich über die Existenz einer Struktur zu täuschen. Wir sind transparent, wir kommunizieren klar, das ist eine Computervorhersage. Und wir geben Konfidenzintervalle, sagen, im Rahmen unserer Vorhersage erwarten wir, dass es ungefähr die Annäherung und die Realität geschaffen hat. Warum ist das wichtig? Es ist wichtig, weil es eigentlich keinen Faktor gibt. Es gibt eigentlich nur Modelle der Realität, die wir uns annähern. Und es ist sehr schwierig zu unterscheiden, was ist eine Interpretation der Realität, was ist eine Messung der Realität mit einem Messfehler, was ist die Darstellung, wie ich mir ein Bild der Realität mache. Und Proteinmodelle machen genau das. Sie versuchen, die Realität darzustellen, aber mit einem größeren Fehler als eine experimentelle Methode. Glauben wir unseren Modellen? Natürlich nicht. Was wir jetzt machen, ist, wir nehmen alle experimentellen Strukturen, die wir haben, und leiten davon statistische Parameter. Das ist jetzt eine Kurve von kleinen Proteinen bis große Proteine, die bestimmte statistische Eigenschaften aufweisen. Wenn ich da jetzt eine Scheibe durchschneide und eine typische Struktur, Lysozym, das Protein, das eine Eigenschaft vorgibt, dann ist es genau in der Mitte der Kurve. Das heißt, von dieser Struktur glauben wir, ist das, was wir erwarten würden, ein realistisches Modell und ein Parallelstruktur. Dann sind wir aber bei der Analyse dieser Daten, ich und hier viele andere Kollegen, etwas Ungewöhnliches geschaffen. Und zwar zwischen 1998 und 2009 wurden von Ajay Krishnamurthy von der University of Alabama 12 Proteinstrukturen publiziert, 10 wissenschaftlichen Papers veröffentlicht, die irgendwie, wie dieses hier, so ein bisschen komisch aussehen. Darauf haben sich ungefähr 500 andere Publikationen gezogen. Unter anderem auf dieses hier, das ist ein Protein des Dengue-Virus, nicht Corona, Dengue in dem Fall, eine Serinproterase, die möglicherweise ein besonders angefangenes Gabriel darstellt. Und über 50 Arbeiten in der Pharmaindustrie, in der Akademie haben versucht, darauf aufbauen, neue Wirkstoffe gegen Dengue-Fieber zu entwickeln. Das Problem ist, das sieht irgendwie nicht wie eine Kristallstruktur aus. Und viele andere Forscher haben auch darauf hingewiesen, dass das Fake Facts war. Das hat unser gesamtes Gebiet völlig erschüttert. Plötzlich mussten wir analysieren, dass über 10 Jahre hinweg jemand Proteinstrukturen frei erfinden kann und als experimentelle Strukturen ins System einbringen. Das ging so weit, dass die Person erst das Computermodell generiert hat, dann die Messdaten generiert hat, seinen Doktoranden gegeben hat, der wiederum dann versucht hat, aus diesen generierten Daten eine Struktur zu berechnen und die abzulegen. Und braucht schon einiges an krimineller Energie, um sowas auf die Reihe zu bringen. Das ging so ein bisschen wie eine Schockwelle durch unsere Community und hat eigentlich zu etwas sehr Positives am Ende geführt. Nämlich zu einem völligen Kulturwandel, wo wir heute in unserer Community mit wissenschaftlichen Daten umgehen. Wenn Sie die Twitter-News gelesen haben,
es gibt eigentlich in der gesamten Wissenschaftscommunity in den letzten Wochen sehr hoffnungsvolle Signale. Die Nobelpreisträgerin Frances Arnold hat im Januar eines ihrer Paper in Science zurückgezogen. Mit der Begründung, dass etliche Informationen, die zum Reproduzieren der Arbeit notwendig gewesen wären, nicht im Laborjournal des ersten Autors aufzufinden waren. Und hat dann gesagt, Entschuldigung, ich habe einen Fehler gemacht, das hätten wir so nicht publizieren dürfen. Und die Reaktion der Community war Applaus. Das heißt, wir sind auf dem richtigen Weg. Den Kulturwandel in der Wissenschaft hinzubekommen. Ich glaube, eine Sache, die wir aus der Geschichte alle gelernt haben, zumindest in der Strukturbiologie, ist, das geht nur über völlige Transparenz in den Daten. Open Data ist etwas, und das kommt mir nicht gut. Zwar Open Data ist von unseren Rohdaten. Ich kann nicht die Interpretationen meiner Kollegen verstehen, wenn ich nicht die unterliegenden Rohdaten in unverfälschter, uninterpretierter Form zur Verfügung habe. Und ich glaube, wir dürfen uns da auch nicht von irgendwelchen komischen Argumenten wie Copyright, Property, Datenschutz, das Recht für exklusive Zweitpublikationen oder sonstiges ins Boxhorn jagen lassen. Daten verfügbar machen für wissenschaftliche Publikationen sollte eigentlich zum ethischen Grundstandard jeder wissenschaftlichen Arbeit gehören. In der Strukturbiologie-Community wurde das nach Murphy absolut gesetzt. Heute gibt es kein Strukturpaper mehr, ohne dass die Daten öffentlich abgegeben werden. Was habe ich persönlich aus der Geschichte gelernt? Neben der Verpflichtung zu Open Data, neben der Frage, warum macht das so jemand? Meine Take-Home-Message war, dass wir mit denselben Methoden, mit denen wir solche Modelle generieren können und Simulationen der Realität herstellen können, sehr häufig uns auch den Schlüssel geben, um genau solche Simulationen zu erkennen, um ihre Shortcomings zu erkennen. Und wenn die PDB-Leute damals zum Beispiel unsere Modellierungsalgorithmus angewendet hätten, hätten sie sofort gemerkt, das war ein schlechtes Modell und keine experimentelle Struktur. Das heißt, ich bin eigentlich sehr optimistisch, dass wir als Wissenschaftler, wenn wir die Situation kritisch analysieren, genau die Tools in der Hand haben, um nicht nur Fake zu produzieren, sondern auch Fake zu erkennen und unsere Wissenschaft weitgehend als ein robustes, ehrliches, offenes und transparentes System zum Nutzen unserer Gesellschaft. Sie machen heute einen ganz wichtigen Beitrag in diese Richtung, indem Sie die verschiedenen Aspekte von Fake News diskutieren und sich Gedanken machen, wie wir uns davor schützen können. Ich wünsche in diesem Sinne uns allen eine sehr interessante und inspirierende Konferenz. Vielen Dank, Herr Schwede. Wir haben eine dreiviertelstündige Kaffeepause vorgesehen, damit wir die Diskussion, die jetzt auf Zeitgründen nicht stattfinden kann, doch noch führen können. Ich gestatte mir deshalb jetzt gleich weiterzufahren und den Optimismus von Herrn Schwede ein bisschen zu dämpfen. Herr Schwede hat nämlich genau das richtige Wort im richtigen Ausdruck. Er hat von Realität gesprochen. Das Problem ist, gibt es überhaupt eine Realität? Da sind sich die Philosophen nicht einig. Wo sie sich aber einig sind, ist, jeder von uns hat seine eigene Wahrnehmung der Realität. Und was ist das Problem? Jeder von uns könnte eventuell eine andere Realität wahrnehmen. In meiner kurzen Einführung möchte ich deshalb auf diese Problematik eingehen, nämlich wir sind alle auf der Suche nach der Realität und wir tun das in Zeiten von Social Media, Zeiten von Irrealität und Zeiten von Filterblasen. Ursprünglich war ich als Nerd, als Halbleiterphysiker sehr optimistisch. Ja, das Problem mit den Fake Facts, das kriegt man doch in den Griff. Das ist ein technisches Problem. Wir müssen nichts anderes tun, als große Serverfarmen nehmen und die können dann jede Aussage auf den Wahrheitsgehalt testen. Und wenn wir nicht in der Lage sind, ein wahr oder falsch als Etikette anzuhängen an einen Fall, dann immerhin eine Wahrscheinlichkeit. Wir haben das Problem gelöst.
Und es gibt unterdessen auch Organisationen wie diese hier, factcheck.org. Da können Sie eine Frage stellen und Sie kriegen eine solid untersuchte Antwort, eine Wahrscheinlichkeit, ob das wahr ist, mit den Grundlagen dazu, weshalb die Leute auf diese Antwort gekommen sind. Also, Herr Schwede hat vielleicht doch recht mit seinem Optimismus. Wenn man aber gewisse Publikationen liest, dann stellen sich doch gewisse Fragen. Also, wenn Sie auch wie ich einen gedämpften Optimismus entwickeln wollen, vielleicht ist das ein guter Anfang. Und das Problem ist in einer dieser Publikationen im Scientific American, das war September 2019, so dargestellt worden. Es gibt wahre und es gibt falsche Aussagen. Das hier sind alle falschen. Und dann gibt es noch andere Aussagen. Und diese Aussagen wurden gemacht, um Schaden anzurichten. Das sind diese hier. Und natürlich gibt es bei diesen Aussagen hier, wo es darum geht, Schaden anzurichten, solche, die tatsächlich falsch sind. Das erstaunt nicht weiter. Und wir sprechen dann von diesen hier. Also hier falsche Informationen. Ja, das kann passieren. Das wirklich Schlimme ist die falsche Information, die gegeben worden ist, um jemanden zu manipulieren und Schaden anzurichten. Und was mich zum Nachdenken gebracht hat, ist das hier. Also es gibt Informationen, die Autoren nennen das Malinformation, die wahr ist, nachprüfbar wahr und trotzdem Schaden anrichtet. Ja, wie kann denn das sein? Ich mache Ihnen ein Beispiel. Vor einem halben Jahr machte ein Video von Nancy Pelosi die Runde. Sie ist die Speakerin des Parlaments, des Repräsentantenhauses. Und in diesem Video hat sie betrunken gewirkt. Die Speakerin des Parlaments betrunken, das kann doch nicht sein. Und wissen Sie was? Das Video war echt. Nur, man hat es mit der halben Geschwindigkeit laufen gelassen. Also, durch eine ganz kleine Änderung hat man plötzlich eine ganz andere Message bekommen. Tatsächlich, wenn man Dinge, die Sie sagen, aus dem Kontext nimmt, dann kann man auch Ihnen mit Ihrer Information, die alles wahr ist, kann man Schaden anrichten. Also, das wirkliche Problem ist das hier, nämlich, es gibt Leute, die haben vor, mit Informationen, mit wahrer und mit falscher Schaden anzurichten und das geht. Das ist nämlich schon schrecklich, oder? Also die Wahrheit allein entscheidet nicht darüber, ob ein Faktum Schaden anrichtet oder nicht. Also in der Wahrheit liegt die Lüge verboten. Und da war ich ziemlich schockiert und habe mich gefragt, mache ich das richtig? Das Problem sind Sie. Das Problem bin ich. Wir sind das Problem. Wir haben die Tendenz, eine interessante und unwahre Geschichte weiter zu erzählen. Wir haben gern die Bad News. Wenn Sie die Nachrichten lesen, in der Zeitung oder im Fernsehen sehen, dann stellen Sie fest, die haben eine Tendenz, die schlechten Nachrichten zu bevorzugen. Wir verbreiten so gerne schlechte Nachrichten. Ein Kollege von mir in Wissenschaft hat mal gesagt, I would never get the truth get between me and the good story. Wir hören alle gerne gute Geschichten und es ist sekundär, ob es wahr ist oder nicht. Das ist das Problem. Und da habe ich mir schon überlegt, ja, mit unserer Konferenz hier machen wir das Richtige. Machen wir das ethisch Richtige bei all diesen Problemen. Und das ist eine sehr interessante Publikation. Und Sie sehen hier, was es alles zu beachten gilt. The beauty of horror. Wir sind so verführbar von schlechten Nachrichten, von Gewalt, die eine unheimliche Faszination auf uns ausübt. Wir sind so verführbar und da habe ich mir schon gedacht, ist F3 nur
Mission Impossible? Können wir überhaupt irgendetwas ausrichten? Haben wir die richtige Frage gestellt? Es ist sogar noch schlimmer. Das habe ich gelernt aus dieser Publikation, auch in Scientific American. Haben Sie gewusst, wenn Sie jemandem, der einem Fakt gegenüber kritisch ist, diesen Fakt, diesen wahren Fakt wiederholen, dann nimmt seine Kritik zu. Je öfter Sie eine Wahrheit wiederholen, desto weniger wird sie geglaubt. Ja, was nützt es dann, wenn wir wissen, ob etwas wahr oder falsch ist, wenn es sowieso nicht geglaubt wird? Glücklicherweise hat in derselben Publikation auch ein Versuch stattgefunden, ja, wenn hier das Problem ist, dann müssen wir das Problem wissenschaftlich analysieren. Wie funktionieren wir eigentlich? Und in dieser Publikation findet man eine Analyse der drei größten Verführer. Wollen Sie sich ein bisschen besser kennenlernen? Ich habe eine Folie für jeden dieser Verführer vorbereitet. Die erste Verführung, da hat immerhin einen Nobelpreisträger gebraucht, um uns das zu erklären. Daniel Kahneman hat ein wunderbares Buch geschrieben, das ich Ihnen wirklich ans Herz legen kann, Thinking Fast and Slow. Und darin hat er festgelegt, dass wir Menschen sind in der Lage, eine Frage instinktiv zu bewerten, zu beantworten, oder wir nehmen uns Zeit und denken darüber nach. Warum ist das so? Ja, wenn irgendwo da hinten bei einem Ureinwohner im Regenwald ein Gebüsch beginnt sich zu bewegen, was macht man da? Man könnte sich überlegen, ja, das ist vielleicht der Wind. Oder vielleicht ist das mein Cousin. Oder vielleicht ein Affe, der eine Kokosnuss sucht. Vielleicht ist es auch ein Löwe. Huch, was ist denn das? Ein Löwe hat mich angefallen. Also Sie sehen, wenn wir darüber nachdenken, es braucht schlicht zu viel Zeit. Es macht sehr viel Sinn, dass wir gewisse Dinge sofort instinktiv aufgrund der gesammelten Erfahrung beantworten. Nicht alles, was wir entscheiden müssen, kann und soll schnell, kann oder soll langsam rational beantwortet werden. Aber weil wir eben diese schnelle Entscheidung in uns haben, gibt es auch die Tendenz, die einzusetzen. Gutes Beispiel ist das hier. Visiati. Wenn wir jemanden zum ersten Mal kennenlernen, ist die erste Frage, wird er mich umbringen wollen? Wenn man denkt, das ist eine sympathische Person. Nächste Frage, ist das eine mir wohlgesonnene, ist das eine intelligente, eine gute Person? Und wie wollen Sie das beurteilen? Sie haben ja nur das Aussehen. Und dann machen wir folgende Abkürzung, ja, jemand sieht enorm gut aus, ja, der muss enorm gut sein und enorm intelligent. Übrigens, das ist erwiesen. Leute, die attraktiv aussehen, machen schneller Karriere, haben eine höhere Position. Weil diese Abkürzung in uns wirkt, uns dafür sorgt, dass wir mit der Information, die wir haben, so umgehen, dass wir denken, könnte vielleicht alles sein, was man noch nicht wissen kann. Also werde ich aufgrund dieser limitierten Information entscheiden. War eine sehr attraktive Person, ja, die muss auch sehr intelligent sein, Fall abgeschlossen. Die erste Problematik, das Schnelle und das Langsame entscheiden. Zweite Problematik, wir tendieren dazu, Vorurteile zu bestätigen. Also, wenn jemand an den Klimawandel glaubt, dann wird er heute Morgen sagen, ja, heute Februar ist so warm, der Klimawandel, der existiert. Jemand anderes wird sagen, ja, Paris im Staat New York, da tobt jetzt ein Schneesturm. Ja, der Klimawandel, der findet gar nicht statt. Diese Tendenz haben wir alle. Wir glauben Dinge gern, wenn sie Vorurteile bestätigen, die wir schon hatten. Wir Schweizer, wir machen doch das gut mit unserer Demokratie. Und die anderen, wo auch immer, die machen das weniger gut. Wir tendieren dazu, das Vorurteil, wir uns die anderen so zu interpretieren, wir müssen ja die Besseren sein, weil ich bin Teil dieser Community, also das kann gar nicht die schlechte Community sein. Und so werden wir Entscheide fällen,
die sehr oberflächlich sind, aber immerhin unsere Vorurteile bestätigen. Also seien Sie wachsam, überlegen Sie, warum haben Sie eine Entscheidung so gefällt? Vielleicht nur, weil Ihr Vorurteil damit bestätigt wird. Und das Letzte, das sind die sozialen Einflüsse. Robert Cialdini hat eine interessante Publikation geschrieben, dieses Buch The Psychology of Persuasion. Tatsächlich hat er auch populärwissenschaftliche Artikel zum selben Thema geschrieben. Der Titel gefällt mir sehr. The Science of Persuasion. Wie müssen Sie mit jemandem umgehen, dass er Sie mag, dass Sie ihm etwas verkaufen können? Und da gibt es 8 Punkte, die Sie beachten müssen. Und tatsächlich, Sie können lernen, sich bei jemandem einzuschleimen. Weil wir sind alle verführbar. Wir sind soziale Wesen, wir möchten dazugehören. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Was hätte Herr Schwede machen können, um noch überzeugender rüberzukommen? Ja, dasselbe, was in der Fernsehreklame passiert, wenn man Ihnen eine Zahnbürste verkaufen will. Dann werden Sie nicht mich schicken, sondern jemanden im weißen Gewand mit einer Krawatte. Krawatte ganz wichtig. Warum? Herr Schwede hat es gesagt. Wir glauben gern Autoritäten. Aber wie weiß man, dass er eine Autorität ist? Eine Krawatte hilft. Beweis. Folgendes Experiment wurde gemacht. In New York hat man Leute auf die Straße gestellt und die haben dann nach oben geguckt. Da hat man nicht gemessen, wie viele Leute gucken, auch nach oben. Wenn sie eine Krawatte und einen Wissensanzug trugen, haben 3-mal mehr Leute rausgeguckt. Ja, mit Krawatte, mit Anzug ist überzeugender. Dieser Mann, diese Frau, die hat Autorität. Wir funktionieren alle so. Seien Sie wachsam auf diese Zeichen. Also, heißt das, sind wir verloren, weil das Problem so komplex ist? Die Antwort ist, nein, wir sind nicht verloren, aber wir sollten uns sehr bewusst sein, was all diese Aspekte sind. Und mir hat diese Publikation sehr gut gefallen, da geht es nämlich um Jiu-Jitsu Persuasion. Hätte auch Judo heißen können. Sie kennen den Ansatz bei Jiu-Jitsu und bei Judo, da muss man den Schwung des Gegners nutzen. Und was heißt das? Man muss versuchen zu ergründen, ja, an was, woran glaubt eigentlich diese Person. Und wenn man diese Werte, dieses Glauben erkennen kann, dann kann man darauf bauen. Man muss nicht versuchen, dem anderen eine Wahrheit aufzudrücken, auch wenn es objektiv wahr ist, sondern man muss versuchen, aufgrund der gemeinsamen Werte etwas gemeinsam zu konstruieren. Also, die Zusammenfassung von all dem ist auf meiner letzten Folie diese hier. Wenn Sie mit jemandem interagieren und ihn von etwas überzeugen wollen, müssen Sie Folgendes tun. Sie müssen zuerst sicher sein, feststellen, sind die Fakten, mit denen Sie argumentieren, sind diese korrekten. Vielleicht können Sie nur eine Wahrscheinlichkeitsetikette dranhängen, ist aber auch gut. Und dann muss man den Kontext setzen. Also Sie sagen, unter welchen Voraussetzungen das, was Sie jetzt sagen, für Sie zutrifft. Und das Ganze müssen Sie kommunizieren in einer Sprachform, in einer mit Metaphern, die angepasst sind auf die Werte Ihrer Gegenüber und Sie teilen. Und sehen Sie, das ist ziemlich aufwendig. Also ich möchte eigentlich zur Bescheidenheit aufrufen. Kommunizieren, überzeugen mit wahren Fakten ist nicht einfach. Und was wir hier tun, mit großer Bescheidenheit, ist nur der Anfang. Wir möchten uns beschäftigen mit diesem ersten Teil. Können wir die Fakten sicherstellen, im Wissen, dass dieser ganze Prozess hier auch noch durchgelaufen werden muss? Weil sonst kommt die Botschaft nicht an. Und das ist das Thema von heute. Wir wollen dafür sorgen, dass die Botschaften, die wir ankommen lassen wollen, sind auch die wahren, sind die richtigen, sind belastbar. Und das wollen wir jetzt zusammen machen.
die Elemente beitragen, zusammentragen für belastbare, für wahre Tatsachen. Damit möchte ich den inhaltlichen Teil beginnen. Sie haben gesehen im Programm, nicht alle Vorträge sind gleich lang. Das Abkommen mit den Vortragen ist, wenn Sie ganz viele Fakten haben, dann dürfen Sie den ganzen Zeitblock dürfen Sie mit Ihrem Vortrag füllen. Wenn Sie Lust haben auf eine Diskussion vor der Kaffeepause, dann hören Sie einfach 5 Minuten vorher auf. Also, wir sind flexibel. Und jetzt fängt der Reigen an. Ich bitte den Direktor der ETH-Bibliothek der ETH Zürich, Herrn Raphael Ball, zu uns. Herr Ball ist Wissenschaftshistoriker, aber auch Biologe. Also er ist gewohnt, den Wahrheitsgehalt der Informationen zu überprüfen. Und Sie kennen alle den Spruch, Sie als Wissenschaftler, Sie haben folgendes Motto, sich in die Ohren zu schreiben, publish or perish. Und deshalb passt der Vortragstitel von Herrn Ball besonders gut. Es geht hier um Überlebenskonzepte. Wie kann ein Wissenschaftler überleben? Wie muss er sich strategisch verhalten, sodass er Karriere machen kann und doch eine gewisse Welt einhalten? Bitte, Herr. Also, herzlichen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Herr Professor Altenberger, herzlichen Dank für die Einladung. Jetzt kommt der Mann mit der Krawatte. Danke Ihnen für die Einführung. Jetzt muss ich da richtig sein und wusste natürlich, dass das stimmt mit der Krawatte. Ich habe sie deshalb bewusst ausgesucht. Wenn man von der IDA herkommt, hat man sowieso schon einen Wahrhaftigkeitsbonus. Wenn man die Krawatte anzieht, ist es noch stärker. Also ist alles das, was ich sage, korrekt. Und damit ich Sie endgültig verwirre, habe ich einen etwas abgenutzten Cheatsbund gezogen, um das ein bisschen aufzuweichen. Aber wahrscheinlich ist es auch nur ein strategisches Verhalten, um zu zeigen, ob ich der Akademiker näher und nicht der Verkäufer des anderen Hauses. Also wir wollen jetzt in diesem Sinne die Interpretation von Äußerlichkeiten einmal an ACTA legen und Ihnen in das Recht geben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf heute um Ihren auditiven Kortex bemühen, weniger um Ihren virtuellen. Nein, um Ihren visuellen, genau, das war jetzt ein Lapsus Linguae, keine Absicht. Ich habe einen Vortrag vorbereitet, der Sie auditiv fordert und die Bilder sind eine gewisse Ergänzung dazu, aber sie sind einfach nicht das Primäre. Meine sehr geehrten Damen und Herren, also ein schneller Hinweis, den ich Ihnen, ich werde abwechselnd von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sprechen. Damit sind generisch immer alle Geschlechter gemeint, ich kann Sternchen so schlecht aussprechen, gesagt in dieser Form. Weil wir sehen jetzt noch einmal Vortrag beleuchtet, die strategische, das strategische Verhalten in der Wissenschaft beschreibt und bewertet es als neue Awareness-Mentalität. Was das bedeutet, versuche ich in den nächsten 20 bis 25 Minuten zu erläutern und aufzubereiten. Und wir werden natürlich einige Anknüpfungspunkte auch das sehen, was Herr Reitz einerseits gesagt hat, aber auch das, was Professor Schwede gesagt hat. Es geht bei der strategischen Verhalten in der Wissenschaft weniger um konkrete Fälschung und Täuschung, um die Nutzung von Fake Facts zur Desinformation oder auch zum Schaden, sondern es geht darum, wie Rahmenbedingungen Verhalten produzieren und unterstützen, das vielleicht vor 20 oder 30 Jahren noch als anstößig gegolten hätte und das im Rahmen dieser Diskussion von Fake Facts und von strategischen Verhalten zum Überleben einzuordnen ist. Fangen wir zunächst einmal an mit der von mir behaupteten Awareness-Mentalität. Was meine ich damit? Ich verstehe Awareness in der Bedeutung von Aufmerksamkeit, von Wahrnehmung, aber auch von Bewusstsein und Kenntnis von Bekanntheit. Eine Mentalität also, deren Handlungsleitung die Erzeugung von Aufmerksamkeit ist, von Wahrnehmung und, wenn wir es auf den einzelnen Wissenschaftler herunterbrechen, von der Herstellung seiner oder ihrer eigenen Wahrnehmung im Sinne des Wahrgenommenwerdens und der eigenen Bekanntmachung. Ich behaupte also,
und versuche das anschließend zu erläutern und zu belegen, dass die Wissenschaftlerin von heute einen großen Teil ihrer Arbeitskraft in die Erzeugung von Awareness investiert oder investieren muss. Und damit sind wir beim Kern der Aussage des ersten Satzes des Vortragstitels strategisches Verhalten als Überlebenskonzept in der Wissenschaft. Auch hier gilt zunächst meine Behauptung zu erläutern und dann zu belegen. Ich behaupte also, dass nur diejenige, die sich strategisch verhält, in der Wissenschaft eine Überlebenschance hat. Mit anderen Worten, wer sich nicht strategisch verhält, hat keinen Erfolg in der Wissenschaft. Dabei ist natürlich zunächst einmal zu erklären, was strategisches Verhalten meint. Strategisches Verhalten, strategisch verhält sich eine Person, wenn sie sich durch interne und externe Ziele leiten lässt und, da wir von wissenschaftlichem Verhalten sprechen, Inhalte, Fragestellungen, Forschungsdesign, Methoden und Kommunikation der Ergebnisse diesen Zielen unterordnet. Sie bemerken bereits, meine Damen und Herren, worauf die Argumentation hinausläuft. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollten im selbstreferenziellen System der Wissenschaft, das Ziele und Fragestellungen aus sich selbst heraus definiert, nicht durch externe Ziele leiten lassen, die nicht selbstreferenziell im Sinne der Wissenschaft gemeint sind. Damit sind die Grundfragen des Vortrages gestellt und umrissen und zugleich mit meinem Vortragstitel die Hypothese formuliert. Es wäre demnach noch zu klären, warum sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler durch andere als die wissenschaftlichen Ziele leiten lassen oder leiten lassen müssen. Und mit welchen Methoden und Mitteln sie das tun, und das versuche ich anschließend zu erläutern. Lassen Sie mich mit der letzten Fragestellung beginnen und versuchen herzuleiten, was die von mir behauptete Awareness-Mentalität verursacht haben kann und wie sie im Rahmen der Veränderung der Wissenschaftskommunikation Form annimmt. Dazu brauchen wir einen kurzen Rückblick in die Geschichte der Wissenschaftskommunikation, also derjenigen Kommunikation innerhalb der Wissenschaftscommunity und im Sinne der englischen Übersetzung gemeint als Academic und des Scholarly Communication. Wir sehen in der Wissenschaftskommunikation drei Paradigmenwechsel. Vor rund 2000 Jahren war der Wechsel von der mündlichen zur schriftlichen Kommunikation deren stärkste Vertreter an Daton und auf der anderen Seite Fotos gewesen sind. Seit dem Siegeszug der schriftlichen Kommunikation und ihrer Externalisierungen in den unterschiedlichen durch die jeweiligen Schreib- und Medientechniken dominierten Formen war es der zweite Paradigmenwechsel in der Wissenschaftskommunikation, nämlich die Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern durch Johannes Gutenberg im Jahre 1452 der Wissenschaftskommunikation erst zu einem Massenthema werden ließ und ermöglichte, dass große Mengen identischer Texte geografisch und zeitlich unabhängig verbreitet werden konnten. Die Renaissance und die Reformation der Wissenschaften waren gleichzeitig Kinder des Buchdrucks. Der dritte Paradigmenwechsel in der Wissenschaftskommunikation, meine Damen und Herren, war die Entstehung der Massendigitalisierung, die alles von der Entstehung der Inhalte über Produktion bis zur Verbreitung und Archivierung radikal verändert hat. Von nun an war es möglich, wissenschaftliche Inhalte noch schneller, in noch größerem Maße und Reichweite, aber auch gleichzeitig freier und unabhängiger von etablierten Systemen der Druckära zu verbreiten. Die Awareness-Mentalität nahm gleichzeitig mit der Digitalität Geschwindigkeit auf, wenngleich das Thema Aufmerksamkeit bereits in der vordigitalen Zeit, insbesondere nach der Entstehung der Massenwissenschaften nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, ihren Anfang nahm. Meine Damen und Herren, Sie haben es bereits bemerken können, meine Vorstellung von Awareness bezieht sich nicht oder nicht primär auf die Vermarktung der eigenen Wissenschaft der Person, sondern auf die Vermarktung ihrer oder seiner Veröffentlichungen und Publikationen, auch wenn beide Bereiche nicht immer scharf trennbar sind. Das war und es ist die zentrale Methode, auf seine eigenen Erfolge und Qualitäten aufmerksam zu machen. Und tatsächlich ist die Währung der Wissenschaft schon immer auch die Aufmerksamkeit gewesen, die Anerkennung für die Schaffung neuer Erkenntnisse in Forschung und Wissenschaft. Wir haben es von Professor Schwede gehört, 10 Beiträge in Wissenschaft und dann klappt die ganze Wissenschaft der Welt heute in Strukturen, die es gar nicht gibt. Die Veröffentlichung von Publikationen und deren Wahrnehmung schuf und schafft Anerkennung. Wir definieren nach immer noch vier zentrale Funktionen einer Publikation: die Registrierung, dann deren die wissenschaftlichen Erkenntnisse urheberrechtlich geschützt und gleichzeitig zitiert werden können, die Zertifizierung, durch die bewiesen wird, dass es um einen qualitativ einwandfreien Beitrag, etwa durch Qualitätssicherung und Peer Review handelt,
Die Funktion der Wahrnehmung, perception oder awareness, die andere Wissenschaftler auf die Erkenntnisse aufmerksam macht und sie als Gegenstand weiterer Forschung zur Verfügung stellt. Und die Archivierung, die eine langfristige Speicherung und Sicherung, aber auch Zugänglichkeit der Erkenntnisse für die wissenschaftliche Nachricht garantiert. Diese vier Funktionen müssen Publikationen in Zeiten der Digitalität auch erfüllen. Doch werden sie anders gewichtet und außerdem durch neue digitale Methoden umgesetzt. Die ursprüngliche Awareness und Anerkennung wissenschaftlicher Leistungen erfolgte durch die Zitation einer Veröffentlichung. Die Professionalisierung und automatische Verarbeitung derartiger Zitationsindizes führte zu einer Quantifizierung in der Messung von Wissenschaftsergebnissen, weil es zunehmend nicht mehr auf den Inhalt der Veröffentlichung, sondern auf den Grad ihrer Wahrnehmung ankam. Damit verwandelte sich zunehmend die Qualitätsbeurteilung in eine quantitative Messung der Wahrnehmung. Der Rang auf die Zitations- und Maßstabszahlen der Wissenschaft stellt den Anfang einer Awareness-Mentalität dar, die durch digitale Systeme in der Folgezeit eine regelrechte Massenbewegung wurde. Ein System der quantitativen Wahrnehmungsmessung verselbstständigte sich zunehmend und bald wurde klar, dass nicht mehr nur ein Being Good, sondern auch ein Looking Good als erfolgreiche Wissenschaft wahrgenommen wurde. Digitalität, meine Damen und Herren, ermöglicht auch eine ganz neue Form der Produktion und Verbreitung wissenschaftlicher Inhalte. Das ist die technische Perspektive. Wissenschaftssoziologisch jedoch entwickelt sich, wie erläutert, die Wahrnehmung von Ergebnissen zu einem immer wichtigeren Aspekt von wissenschaftlichen Inhalten. Darauf stellen sich die Produzenten von wissenschaftlichen Inhalten, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler also ein, sie handeln strategisch. Sie werden und müssen Formate und Formen bevorzugen, die ihnen die entsprechende Aufmerksamkeit garantieren. Das sind nicht mehr nur immer weniger die klassischen Zeitschriftenbeiträge, Bücher und Konferenzvorträge, sondern zunehmend Beiträge in den verschiedenen Kanälen der sozialen Medien und anderen neuartigen Formaten. Die Veränderung von Outlook-Formaten ist multifaktoriell bedingt. Ich erwähnte bereits technische Aspekte und Potenziale spielen eine Rolle. Normative Elemente, die Forderung nach Open Access und Open Science und soziologische Aspekte und natürlich ebenso der Wettbewerbsdruck und Karriereplanung und Finanzierung von Stellen und Fördermitteln. Die zunehmende Bedeutung von Rankings und Ratings von Personen, Institutionen und Ländern wird von der Wissenschaftscommunity genutzt und geliebt und zugleich kritisiert und abgelehnt. Es gibt heute eine unübersehbare Anzahl von Indikatoren zur Bewertung der Publikationstätigkeit und ihrer Wahrnehmung. Hier sind einige Beispiele. Dazu zählen nicht nur die Zitationsindikatoren wie die Zitierrate, der Journal Impact Faktor oder der H-Index. Alternative Metriken werden seit dem Jahr 2010 erhoben und bilden die Wahrnehmung vor allem in den sozialen Medien. Der von der Firma Altmetrics kaum erhobene sogenannte Altmetric-Donut hier in der Mitte, dieser bunte Kreis. Der Altmetric-Donut enthält als Sammelfaktor Kennzahlen zur Wahrnehmung von wissenschaftlichen Veröffentlichungen auf Blogs, in Twitter, auf Facebook, Google Plus und Wikipedia. Ich zitiere: Die Zusammensetzung des Attention Scores basiert auf einem Algorithmus, der die Aufmerksamkeit von wissenschaftlichen Output in den diversen Quellen unterschiedlich gewichtet aufaddiert. Wir können hier die Aussage oder den Wert für die Beurteilung der Qualität einer wissenschaftlichen Veröffentlichung einer solchen aufaddierten Kennzahl nicht diskutieren. Das sprengt den Rahmen unserer heutigen Veranstaltung. Die Tatsache alleine, dass sich derartige Wahrnehmungskennzahlen bereits umfangreich und nicht nur auf den Webseiten der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wiederfinden, sondern auch in etablierten Nachweisdatenbanken, wissenschaftliche Literatur wie der Web of Science oder Scopus oder den Repositorien von Universitäten und Hochschulen finden, zeigt, dass Forschende am Wettbewerb um Aufmerksamkeit und Awareness und deren Messung und Screening nicht herumkommen. Hier noch ein Beispiel, wie diese altmetrischen Scores bei verschiedenen Datenbanken untergebracht sind. Obwohl, ich zitiere, generell Altmetrics im Rahmen von Qualitätsbewertung von wissenschaftlichen Output nicht als Ersatz für das klassische Peer Review gelten soll, sondern als Möglichkeit interpretiert werden, eine zweite Meinung und zusätzliche Informationen einzuholen, Zitat Ende, sind derartige Intention Scores zunehmend bedeutsam und müssen von den Forschenden bedient werden, will man sich der Aufmerksamkeit der Community sicher sein. Ein Ausbruch aus diesem Zirkus Visionis ist insbesondere für junge wissenschaftliche Karrieren praktisch unmöglich. Noch immer und immer mehr werden quantitative Bewertungen von Veröffentlichungsleistungen und Vergabe von Mitteln und Stellen eingesetzt. Wir dürfen uns bei dieser Praxis in Wissenschafts-
von Publikationsmanagement deshalb heute weder über die Publikationsflut, die steigenden Zeitschriftenpreise oder den Einsatz von reduktionistischen quantitativen Systemen im Wissenschaftsmanagement oder Forschungsförderung wundern, noch über den Verlust kritischer Urteilskraft und den Durchmarsch der Technokraten. Insofern ist die berechtigte Kritik der Wissenschaft an der Quantifizierung des Wissenschaftsoutputs, der zunehmenden Looking-Good-Mentalität und der Reduktion von Qualität auf einige wenige Kennzahlen bei Ratings und Rankings auf sich selbst zurückzuverweisen. Zudem kommt hier eine weitere unglückliche Verknüpfung von Bedingungen ins Spiel. Solange die Pensionszahlen und andere qualitative Messgrößen nur selbstverständlich für die eigene Wahrnehmungsanalyse waren, konnten sie keinen größeren Schaden anrichten. Problematisch und im Sinne eines Überlegungskonzepts notwendig war ein angepasstes Verhalten erst geworden, als die Publikationszahlen, Situationsgrößen, die Vergabe von Forschungsfördermitteln, persönliche Karriere, berufliche Zukunft der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu einem gefährlichen Amalgam verschmolzen haben. Strategisches Verhalten in wissenschaftlichen Weg kann dabei verschiedenste Formen annehmen. Man kann sich den Trendthemen unterordnen, dann versuchen, möglichst viele Fördermittel zu erhalten, man kann spektakuläre Experimente durchführen und versuchen, spektakuläre Ergebnisse zu erreichen, oder man kann seine Zitationsrate durch die strategische Auswahl der Publikationsorgane zu steigern versuchen. An dieser Stelle ist ebenso wichtig zu erwähnen, dass negative Ergebnisse, gescheiterte Experimente oder nicht bestätigte Hypothesen des Wissenschaftspublikationssystems weder erwünscht sind, noch die notwendige Akzeptanz und Aufmerksamkeit erreichen. Das beginnt sich gerade zu ändern. Wir diskutieren gerade über dieses Thema, über diese Themen, dass wir auch negative Ergebnisse publizieren müssen und hier die tatsächliche Breite und Vollständigkeit der Wahrheit und Experimenten sicherlich auch zu diskutieren und zu veröffentlichen. Es muss vermutet werden, dass derartige eingereichte Veröffentlichungen etwa negative Ergebnisse im Peer-Review-Prozess das gar nicht überstehen. All das ist noch kein wissenschaftliches Fehlverhalten, meine sehr geehrten Damen und Herren, im Sinne von Fake News oder von Täuschung, sondern im Sinne einer Erfolgssteigerung und Domänenoptimierung ist sie nicht wirklich verlangt. Dennoch führt diese Strategie wissenschaftlichen Erfolg mit erhöhter Aufmerksamkeit zu erreichen oder erreichen zu müssen, im Zeitalter der Digitalität zu einer Situation, wo Aufmerksamkeit nicht mehr allein durch die klassischen Zitationskennzahlen manifest wird, sondern zunehmend und, wie oben erläutert, durch Systeme der sozialen Medien, die kurzlebig sind, schnell, hochfrequent und pausenlos gehört werden. Damit erfordert das System von der Wissenschaftlerin heute nicht nur das Bedienen der sozialen Medien, die angemessene Technik und Methoden, sondern auch noch mit adäquaten Inhalten, die sich insbesondere in der Tiefe der Argumentation und dem Level der Wahrnehmung deutlich von anderen Veröffentlichungen unterscheiden. Täglich werden, meine sehr geehrten Damen und Herren, 8500 wissenschaftliche Paper veröffentlicht. Täglich. Und jährlich gibt es einen Zuwachs von 3 Millionen Papern, die alleine im Web of Science ausgewertet werden, der nur 5% des wissenschaftlichen Zeitschriftenaufschlusses berücksichtigt. Diese Zahlen sind nachgeprüft. Und sie einen Test ihrer Kritik. Große Plattformen, die Akademiker vervielfältigen durch 2- und 3-Publikationen von Veröffentlichungen, die Informationsmenge, genauso wie die unzähligen institutionellen und fachlichen Repositoren. Allein die Publikation der Inhalte infolge der digitalen Verwaltungsmöglichkeiten, und hier reden wir noch gar nicht von Fehlverhalten der Selbstplagiierung, führt zu einer immer größeren Menge an wissenschaftlichen Informationen, um die begrenzte Aufmerksamkeit, der Wissenschaftlerinnen zu konkurrieren. In der Tat, in der Konsequenz der dramatisch zunehmende Informationsmenge und der kaum steigerbaren Aufmerksamkeitsleistung des Menschen entsteht ein immer weiter steigendes Wahrnehmungsdefizit, das wiederum durch die genannten legalen oder halblegalen oder grauen Maßnahmen der Forschende zur Steigerung ihrer Domänen kompensiert werden muss. Es ist aber nur ein kleiner Schritt, meine Damen und Herren, von einer rein objektiv zurückhaltenden Forschungs- und erkenntnisgetriebenen Wissenschaft hin zu einem Arbeiten, das Fragestellungen so formuliert, Forschungsexperimente so designt und Ergebnisse so darstellt, dass sie primär der Erzeugung von Aufmerksamkeit dienen. Meine Damen und Herren, nicht jeder, der soziale Medien geschickt einsetzt und damit seine oder ihre Forschung bekannter macht, als durch die reine Zitationswahrnehmung, betreibt unseriöse oder strategisch gesteuerte Forschung. Dennoch,
Strategisches Agieren, wissenschaftliches Fehlverhalten und Manipulation bewegen sich in einem kontinuierlichen Korridor, dessen Trendschärfe umso schneller verloren zu gehen droht, je stärker der Druck auf die Forscherinnen und Forscher zunehmend Aufmerksamkeit für ihre Ergebnisse zu generieren. Wenn Looking Good besser honoriert wird als Being Good, sinkt die Hemmschwelle von der erkenntnisgeleiteten Wissenschaft zur aufmerksamkeitsbeschwindenden Show. Um Aufmerksamkeit zu erreichen und Existenten zu sichern, gilt fragwürdiges und unangemessenes Verhalten in der Wissenschaft immer häufiger. Lex Bauter hat 2015 herausgefunden, dass 43% aller befragten Forschenden fragwürdige Daten und Ergebnisse veröffentlicht haben. 2% aller Befragten haben sogar zugegeben, bewusst gefälscht zu haben. Als sie nach der Meinung über andere Wissenschaftlerinnen befragt wurde, wurde vermutet, dass 14% der anderen bewusst fälschen. 72% fragwürdige Ergebnisse veröffentlichen. Diese Manipulationen können unterschiedlichste Formen annehmen. Von der nachlässigen Bearbeitung der Daten bis zum vorsätzlichen Betrug sind alle Formen nachgewiesen. Grenzen werden ausgeweitet, Hypothesen werden dem Ergebnis angepasst und umgekehrt, Methoden werden gefälscht oder nachträglich arrangiert, ebenso wie die zugrunde liegenden Daten. Ein oft beobachtetes Phänomen ist das sogenannte Text Recycling. Serge Horbach und andere haben in der Studie 2017 nachgewiesen, dass Ergebnisse in Salamitaktik, Salami-Publishing oder Riesen-Publishing veröffentlicht werden oder auch Selbstplagiierung stattfindet. Aber auch echte Plagiate nehmen zu. Eine von mir gemachte Studie aus dem Jahr 2007 zeigt den deutlichen Anstieg bei Titeln wissenschaftlicher Veröffentlichung aus der Medizin, in Lebenswissenschaften und Physik, die mit einem Fragezeichen enden. Dabei wurden rund 40 Millionen Artikel aus dem Zeitraum 1966 bis 2007 untersucht. Das Ergebnis ist frappierend. In der Medizin etwa verachtfachte sich der Anteil der Fragezeichenartikel im Zeitraum. Auch wenn sich der Untersuchungszeitraum meiner Meinung nach weitgehend vor der digitalen Ära befindet, sind Aufmerksamkeits- und Marketinggründe vermutliche Treiber dieser Entwicklung. Insbesondere eine stichprobenhafte, qualitative Analyse hat ergeben, dass Wissenschaftler zunehmend vage und spektakuläre Titel für ihre Veröffentlichung wählen, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Damit sie dennoch wissenschaftlich glaubhaft bleiben, werden die Titel und eine Überschrift mit einem Fragezeichen beendet, im Falle eines Falles immer noch eine Rückzugsoption bleiben. Die Ursache, meine Damen und Herren, für dieses Fehlverhalten und damit für den Versuch, mehr Aufmerksamkeit und mehr Zitation zu erhalten, sind vielfältig, wird auch noch lange nicht im Detail erforscht. Zum einen sind es Fragen nach der persönlichen Verantwortung, Entschuldigung, der Moral, da es auch in der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Menschen gibt, die es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen. Im Wesentlichen jedoch sind die Ursachen für Fehlverhalten und strategisch optimierende Druck des Gesamtsystems der Wissenschaft und ihrer Kommunikations- und Publikationskultur zu vermuten. Paul und Martin haben 2019 ein Paper veröffentlicht, dass der enorme Druck auf einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Der schon genannte Zusammenhang zwischen Zahlen und Qualität der Veröffentlichung und deren Wahrnehmung, Fördergelder, Karriereoptionen ist symptomatisch. Somit setzt dieses System Fehlanreize und ist nach allem Marketing gleichzeitig Verursacher von Verzweiflung, Angst vor Job und Existenzverlust, Karriereknick und der Furcht und Nichtgewährung von Fördergeldern. Aber auch die Erwartungen der wissenschaftlichen Journale steigen zunehmend. In den letzten 10 Jahren hat sich die Anzahl der abgelehnten Artikeleinreichungen verzehnfacht. Unter dem Druck der Herausgeber, die ihrerseits wieder unter dem Druck der Verlage stehen, müssen Journale immer spektakulärere Ergebnisse und Berichte veröffentlichen. Der Wettbewerb unter den Journalen und die Beurteilung ihrer Bedeutung und den niedrigen Performance-Indikatoren führen auch in der technischen Industrie wiederum zu einem harten Wettbewerb. Und auch hier wird Awareness zunehmend wichtiger als Qualität. Falsche Anreize im Belohnungssystem der Wissenschaft verursacht etwa in Asien eine extrem hohe Ergebniserwartung. Lee und Frank zeigen ein Beispiel asiatischer Forschungsförderpolitik, dass insbesondere die Erwartungen der gesellschaftlichen Eliten an die sichtbaren Erfolge der Wissenschaft ihrer Länder Ursache von enormem persönlichen Druck der Forschenden ist und mit allen Ursachen darstellt für fragwürdige Publikationen aus Asien. Die Grundfunktionen einer Veröffentlichung, meine Damen und Herren, die ändern sich: Registrierung, Zertifizierung, Darlegung und Archivierung sind im Zeitalter der Digitalität, der sozialen Medien und der Awareness-Hype nicht erzeugungslos geworden. Im Gegenteil, als Wissenschaftlerin und als Wissenschaftler sind wir heute weniger gezwungen, Grundfunktionen
Diskussion einer Veröffentlichung zu erfüllen, und zwar auf der ganzen Breite der verfügbaren Systeme und Formate. Damit ist der Aufwand, den Autoren haben, weitaus größer geworden, als er noch vor 15 oder 20 Jahren war. Es reicht längst nicht mehr aus, sein Manuskript zum Verlag zu schicken und abzuwarten, ob das Brief angenommen worden ist. Denn das ist nur noch der Basisschritt einer Veröffentlichungspraxis, die sich grundlegend geändert hat. Heute muss gleichzeitig der Nachweis erbracht werden, dass das Paper, sofern die Forschung mit öffentlichen Geldern erfolgt und das sind die allermeisten, auch Open Access zur Verfügung steht, das Ablegen auf ein institutionelles oder fachliches Repositorium gehört heute ebenso zur Aufgabe wie der Hinweis und das Verlinken des Beitrages in den verschiedenen akademischen Netzwerken. Blog-Einträge über die neuesten Erkenntnisse des Papers sind ebenso notwendig wie die Nutzung von Twitter und anderen sozialen Medien, um auf das neue Paper aufmerksam zu machen. Das Marketing zum Zwecke der Awareness-Generierung nimmt zunehmend einen Teil des Veröffentlichungsaufwandes ein. Zudem verschmelzen zunehmend die rein akademische Community und die interessierte Öffentlichkeit. Der für sich und für seine Forschung wirklich Aufmerksamkeit beansprucht, das ist eben gezeigt zunehmend existenziell, muss die Ergebnisse auch noch allgemein verständlich auslegen und erörtern und hat damit nicht nur die eigene Fachcommunity zu bedienen, sondern auch noch ein allgemeines Publikum. Videobotschaften, Instagram-Auftritte und Ähnliches komplettieren die Awareness-Kampagne dann. Lassen Sie mich zu einer Zusammenfassung oder einem kleinen Ausblick kommen. Meine Damen und Herren, als Zusammenfassung und Ausblick möchte ich im Anschluss darauf hinweisen, dass welche möglichen Perspektiven des wissenschaftlichen Publizierens sich zeichnen lassen. Bis dahin gilt bei der Definition einer Veröffentlichung noch immer von der klassischen Vorstellung eines Zeitschriftenartikels, eines Buchs oder eines Konferenzbeitrags ausgegangen, sei es in gedruckter oder elektronischer Form. Wir müssen aber konstatieren, dass sich dieser klassische Publikationsbegriff mit all seinen Implikationen zum Thema Awareness zunehmend auflösen wird. Von besonderer Bedeutung bei der Ablösung des klassischen Publikationsbegriffs ist der epistemologische Referenzrahmen. Die Digitalität erlaubt und ermöglicht eine ganze Reihe von Äußerungen als Veröffentlichung, als Form des in den öffentlichen Raum Redens, deren Eigenschaften und Implikationen nicht mehr hier gefallen und nicht mehr vollständig im Sinne der Funktionen einer Veröffentlichung und der Definition aller wissenschaftlichen Publikationen zusammenfallen. Ganz nebenbei löst sich zunehmend auch und zunehmend die Grenze auf zwischen den Kategorien wahr und falsch. Wir haben heute schon darüber gesprochen. Nicht, dass die kategoriale Einordnung der Autoren und Leser nicht mehr möglich wäre, sondern das eigene Schamgefühl als Maßstab für deren Unterscheidung gerät zunehmend Zweifel, wie genau man es denn mit der Wahrheit leben müsse, wenn gleichzeitig auf politisch-gesellschaftlicher Ebene Fake News zur Wahrheit erklärt und in Gewissheiten als Fake abgetan werden. Und dieser Maßstab gerät zusätzlich in Zweifel, wenn Erfolgserwartung und Erfolgsdruck beim Publizieren, so wie ich es erläutert habe, gerade bei jedem Junior Scientist extrem hoch sind und wenn gleichzeitig das Gelingen einer Veröffentlichung, meine Damen und Herren, nicht mehr nur ausschließlich an der Wahrhaftigkeit der Mitteilungen, sondern an der bloßen Feststellung und Quantifizierung der Wahrnehmung und nicht mehr der Wahrnehmung selbst des Mitgeteilten bemessen wird. Wenn Wahrnehmung und ihre Feststellung wichtiger werden als Wahrheit, dann werden für die widerspruchslose Grenzverschiebung von Wissen zur Meinung und umgekehrt alle Schranken fallen. Looking Good wird wichtiger als Feeling Good, weil eine rasant ansteigende Publikationszahl eine qualifizierte Rezeption unmöglich macht. Wenn dann auch noch wissenschaftliche Ergebnisse zunehmend nicht mehr reproduzierbar sind, auch darüber haben wir heute schon gesprochen, gerät der Common Sense, das Grundprinzip der Veröffentlichung, wissenschaftliche Erkenntnisse zum Zweck ihrer Rezeption, Diskussion und inhaltlichen Weiterentwicklung endgültig in Konkurs. Man muss zusammenfassend festhalten, dass es zu diesem immer noch wichtiger werdenden Themenkomplex noch keine befriedigende und ausreichende Forschung gibt. Es wäre also Zeit, sie über sie anzustoßen. Hier sind massive Forschungsreservate. Meine Damen und Herren, 2015 bewährt Lex Bauter dazu, ich lese das kurz vor. Surprisingly, new scientific research has been carried out into violations of academic integrity. We do not have a clear picture of how often the various types of questionable research practices and the various forms of scientific misconduct occur. Nor do we know if there are major differences between disciplines. In addition, we know almost nothing of the main causes of these problems. Should we look for them in perverse incentives?
and the culture of institutions and research groups are rather the corruptive law of the individual researchers, it is a mystery. Meine Damen und Herren, in diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Danke sehr. Vielen Dank, Herr Wald. Wir haben Zeit für eine oder zwei Fragen. Dann gestatte ich mir die erste Frage. Ich habe nämlich notiert, Herr Wald, was Sie nicht gesagt haben. Sie haben nicht gesagt, Patente spielen eine Rolle. Die technische Umsetzung, der hat sich gesprochen, von Produkten und das Wort Gesellschaft haben Sie auch nicht im Mund genommen. Kann es sein, dass Sie in dieselbe Falle tappen, wie andere auch in der digitalen Gesellschaft? Sie bewegen sich in einer Filterblase. Früher hat man das Elfenbeinturm genannt. Also ein vielen Dank für die Frage. Sie haben komplett recht, wenn auch Gesellschaft zugegen Antwort ist, ist aber kein Problem. Die Antwort ist relativ klar und ganz leicht. Wenn Sie mir den halben Punkt nach ganz geben, dann rede ich auch über Gesellschaften, über Patente, Verwertung. Wenn Sie mir 20 bis 25 Minuten geben, muss ich die Blase selbst gestalten, in einer anderen Formulierung, ich muss mich fokussieren auf das, was in 25 Minuten reinpasst. Vielen Dank. Zweite Frage. Bitte schön, noch mal aufgeben. Ich komme einfach mal aufgeben. Sie haben quasi die Journale kritisiert dafür, dass sie quasi die Messlatte immer weiter anheben, anders aber festgemacht anhand der Artikel, die quasi rejected werden. Das ist meine Frage, ist das nicht ein Henne-Ei-Problem? Also ist es nicht so, dass immer mehr Leute in diese Journale hoch, Eminenzjournale rein wollen und die deswegen immer mehr ablehnen? Oder werden sie immer mehr abgelehnt, weil sie die Messlatte hochlegen? Oder ist die Messlatte gleich nicht verstehen Sie, was ich meine? Das ist eine Kombination aus allem. Ja. Das ist zum einen ein Thema der Masse. Die Anzahl der eingereichten Themen steigt. Die Ursachengefühle habe ich versucht zu erläutern. Release Publish per Unit, immer kleiner, immer mehr Forschungsergebnisse werden in kleinen Einheiten gepackt und werden als Paper veröffentlicht. Vor 30 Jahren haben wir noch ein Paper, war eine Doktorarbeit veröffentlicht, da müssen es drei sein. Also da haben wir natürlich einen Druck auf die Journale und jedes Mal, wenn ich mit Vertretern von Journalen spreche oder früher über die Preisanstiege gesprochen habe, dann lehnen sich die Jungs zurück und sagen, tja, da stehen doch tausende Doktorierende vor der Tür und sagen, bitte veröffentlicht mein Thema. Das ist das eine Massenproblem. Da kommt die Arroganz, aber natürlich auch die Ablehnungsquote her und vielleicht auch der Preis. Das andere ist natürlich, dass Verlage natürlich auch in einem Wettbewerb stehen, meist private Wirtschaftsunternehmen. Und jeder will natürlich irgendwann das Brand und die Leistung von Wirtschaftsseite erreichen und versucht deshalb natürlich Paper an sich zu ziehen, die spektakulär sind. Die Grundlagenpaper, die nicht nur eine ganz kleine Community interessieren, sondern irgendwelche ungewöhnlichen Dinge. Und deshalb auch da die Messlatte immer höher gelingt. Also es gibt mehrere Gründe, warum sich diese Entwicklung so warum sie so entwickelt hat. Vielen Dank, Herr Wald. Danke dem Publikum. Herzlichen Applaus für Herrn Wald. Willkommen zum letzten Vortrag vor der langen Kaffeepause. Und dieser Beitrag ist ein unterhaltender und auch ein provokativer Beitrag. Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, dass wir Igor Susmenik von ETH dafür gewinnen konnten. Igor ist Informatiker, noch besser Data Scientist. Und er hat sich vorgenommen, was er gelernt hat an der ETH während seiner Dissertation zum Thema Maschinenlernen und Artificial Intelligence in die Gesellschaft zu tragen mit einem Startup. Also er wird heute als CEO des Startups Mirage zu uns sprechen und seine Aufgabe ist, uns zu zeigen, was heute alles möglich ist mit Maschinenlernen. Wir können unsere Maschinen dazu anleiten, dass sie blöd sind, aber dass sie auch Bösartigkeiten lernen. Ich bitte deshalb Igor, um zu zeigen, was kann man heute Maschinen alles beibringen. Vielen Dank für die Einführung. Wie ihr seht, von der Krawatte kommen wir jetzt zum Vortragen, Pullover und zum Bad. Ich versuche die Glaubwürdigkeit rüberzubringen, also eine Art Steve Jobs heute. Ich möchte nur kurz zu Herrn Wahl etwas sagen, was mich sehr auch angesprochen hat. Und zwar, gerade im akademischen Bereich ist ein extremer Druck, gerade eben im maschinellen Lernen. Die Anzahl Publikationen haben sich verfünffacht in den letzten 10 Jahren. Und ich habe jetzt alle paar Monate wieder festgestellt, bei Publikationen, die wir selbst reproduzieren wollten, es ging einfach nicht.
Es gab ein Paper bei einer namhaften Konferenz, es gab einen Autor, der hat sogar den Code und die Daten veröffentlicht, aber man konnte es nicht reproduzieren. Und dann schreibt man die Autoren an und dann kommt eine Antwort, das war jetzt von einem Lab in Berkeley, einer namhaften Universität. Die Antwort war dann, ja, ich hatte keinen Zugang mehr zum Cluster von meiner Universität, ich musste dann den Code neu schreiben. Also sowas wie der Hund hat es gegessen. Und das funktioniert dann einfach nicht. Und das passiert jetzt immer wieder öfters und gerade in dem Bereich, weil es jetzt extrem am Wachsen ist. Also es ist etwas, das mich auch fast täglich trifft. Jetzt eher noch so als Denkanstoß ein kurzes Video zum Thema Deepfakes. We're entering an era which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. Even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Also bei dem Video vorher habt ihr gesehen, jemand anders konnte quasi ein Video von Obama manipulieren, um Sachen sagen zu lassen, die eigentlich gar nicht stattgefunden haben. Das ist jetzt ein anderes Beispiel. Das ja, seht ihr selbst, dann werde ich es vielleicht merken. Talks of the accommodations and steerage, Mr. Wilson. I hear they're quite good on this ship. The best I've seen, man. Hardly any rats. Falls ihr es nicht gemerkt habt, ich habe nicht da selbst rein gekriegt. Das Ganze wurde jetzt im Vergleich zum anderen Video komplett nur mit der Software gemacht. Da wurde nichts nachretuschiert. Normalerweise werden oft noch spezielle Leute aus Hollywood-Studios engagiert, die das Ganze feintunen, damit es wirklich echt aussieht. Weil die Technologie ist meistens noch nicht dort, wo sie gewisse Leute gerne hätten. I thought man-made climate change was just fake news. We refused to change. He, my friends, he is thinking what was true. Give me a place to stand and leave it long enough and I will move the world. I fear, alas, that soon no lever long enough will move this world we have so terribly damaged. We should have done much more. The consequences of our inaction and greed will haunt us forever. Das Video vorhin wurde von einer Person über einen Researcher auf, gerade zum World Economic Forum. Und die Texte wurden geschrieben und die ganze Audiosequenz ist eigentlich falsch. Das ist komplett fake. Also man hat dann Sachen geschrieben, wie das Donald Trump dann sagt, ja, Climate Change ist fake. Und solche Sachen. Dann hier ist noch ein Video, das wieder auf das Gesicht geht. Also das hier ist noch eine letzte Sequenz. Das vorhin war eigentlich alles, was man mehr oder weniger in die Kategorie Deepfake legt. Das sind Sachen, die von einer Maschine manipuliert wurden oder künstlich erzeugt wurden. Hier jetzt geht es um 3D-Modelle, die gerendert werden. Das ist eigentlich das, was man bei der Game-Industrie und auch bei Firmen schon viel länger benutzt. Look at these people. They look like ordinary humans, right? Well, what if I told you that they're computer-generated images, graphics, models that are animated by an algorithm. Welcome to the future. Also das ist noch was ganz anderes. Dann würde ich jetzt zur Präsentation wechseln. Genau. Also, ich werde jetzt
heute über drei Themen, vier Themen hauptsächlich reden. Vor allem die Deepfakes selbst, das sind so Facebots eigentlich. Dann künstliche Gesichter, Gesichter, die komplett künstlich erzeugt wurden. Dann auch künstlicher Text. Dann auch Videos, wie es dort aussieht. Und noch kurz ein paar Worte zu Mirage selbst, bei der Firma, an der ich arbeite. Also Deepfake, was man darunter versteht, ist eigentlich, man hat zwei Identitäten, hier A und hier das kleine Bild B. Und man macht eigentlich aus Person A B, wie es hier sieht, in diesem Bild. Und wie das Ganze funktioniert, oder wieso das so spannend ist, das Ganze wird komplett automatisch gemacht. Man sucht viele Bilder von den zwei Personen und man trainiert eigentlich ein neurales Netzwerk, eine künstliche Intelligenz, um diese Bilder zu komprimieren. Das komprimiert dann eigentlich die Gesichter in so einem genannten Latent Space. Und was man jetzt machen kann, ist, wenn man zwei solche Gesichter komprimiert, man kann in diesem kleinen Space hier das Ganze austauschen und dann die unterschiedlichen Identitäten swappen. Also man kann so einen Space-Swap erzeugen. Und das wird jetzt hauptsächlich für Videos gemacht, ihr habt das gesehen mit Deepfakes. Das Ganze ist noch in Kinderschuhen, braucht extrem viele Daten, man braucht mehrere tausend Bilder von einer Person. Das ist auch heutzutage nicht mehr so das Problem, weil viele Leute Accounts haben, viele Interviews geben, das heißt jetzt auch Facebook-Accounts, Twitter-Accounts, Videos auf YouTube und findet die Daten ziemlich schnell. Dann das zweite Thema sind vor allem komplett künstlich hergestellte Gesichter. Wie ihr es hier im Hintergrund vielleicht lesen könnt, Dating-Apps need women, Advertisers need diversity, AI-Companies offer solution, fake people. Und was hier wirklich passiert ist, ist, eine Firma hat sich hunderte von Leuten einfliegen lassen, aus unterschiedlichen ethnischen Hintergründen, Geschlechtern, alt, jung, alles durcheinander gemischt, hat ihn in ein Fotostudio genommen, professionelle Fotos angefertigt und dann so eine künstliche Intelligenz trainiert, die dann ähnliche Gesichter erzeugen soll. Und was dann der Output war, ist ein Datenset von 100.000 Bildern, das man jetzt benutzen kann für seine PowerPoint-Präsentation, Marketingfirmen benutzen das für irgendwelche Bilder, das wird jetzt überall benutzt und das zeigt jetzt einfach auch ein bisschen, wo solche Tools eingesetzt werden. Hier ist noch ein Beispiel von der ganzen Technologie. Die oberen vier Bilder sind eigentlich alle komplett künstlich generiert, also ist niemand echt. Wenn ich vielleicht in die Details schaue, zum Beispiel bei der Person jetzt rechts, im Hintergrund, das ist sowas wie ein Gartenzaun, sieht aber ein bisschen komisch verzogen aus. Bei der Dame, die zweite von links, sieht das linke Ohr ein bisschen kleiner aus. Also es gibt noch Fehler, wenn man genauer hinschaut, aber es sieht schon verblüffend echt aus. Wo sind solche Technologien auch sehr interessant? Im Fashion-Bereich. Hier, das ist von Zalando, das untere Beispiel. Wir haben hier zwei Inputs, also das sind quasi die Models. Hier haben wir ein Target, was wir eigentlich machen wollen. Und dann können wir hier diese Farbe auf das Kleid anwenden. Ihr seht hier, das Bild hat sich verändert. Hier das gleiche mit dem Mann, also wir nehmen den Mann als Farbinput und verändern hier das Bild. Wir können das Ganze auch mit der Pose ändern, also wie die Person eigentlich steht. Wie ihr das hier sieht, das Ganze ist künstlich gemacht. Also ich muss dann nicht mal mehr mehrere Fotos machen von einem Model, sondern ich mache dann ein Foto und ich kann das dann wie eine Puppe sich verändern lassen und Bilder dann erzeugen. Und jetzt zu einem neuen Thema. Ich glaube, wir sehen, dass der Text nicht so gut lesbar ist. Ich kann das einfach vorlesen. Und zwar Text. Text war ein Riesenthema im letzten Jahr bei der künstlichen Intelligenz. Und zwar geht es darum, Text künstlich zu erzeugen. Etwas, das vorher noch nicht auf einem Stand war, wo man sagen würde, es ist sehr gut. Aber jetzt im letzten Jahr gab es ziemliche Durchbrüche. Hier in einem Beispiel, das ich gleich zeigen werde, ging es um 8 Millionen Links von Webseiten, die man runtergeladen hat. Das waren 40 GB an Daten. Das ist äquivalent zu 40.000 Büchern an 500 Seiten. Also etwas, das ein Mensch gar nicht mehr verarbeiten kann. Man hat dann all diese Daten genommen und in solch ein künstliches Intelligenzmodell reingemacht mit einer Aufgabe. Die Aufgabe hier war es, jeweils das nächste Wort vorauszusagen. Also ich habe dann einen Satz und das Modell soll das beste, passende, nächste Wort voraussagen. Beispielsweise der Himmel ist, das Model würde dann blau sagen. Dann braucht man natürlich noch Rechenleistung. Dank dem ganzen Cloud Computing ist das auch kein Problem mehr.
Ich habe mir dann die Freiheit genommen, ein Beispiel zu machen, ein echtes Beispiel. Das ist von der NZZ von Freitag. Da gab es einen Artikel zum Thema Coronavirus. Der Umgang Chinas mit dem Coronavirus zeigt, wie das kommunikative Machtpolitik funktioniert. Ich habe dann nur diesen Titel hier genommen. Das Problem ist natürlich noch, der Text ist deutsch und in deutscher Sprache funktioniert das Ganze noch nicht so gut. Das heißt, ich muss es zuerst übersetzen. Aber auch da gibt es schon sehr gute Modelle. Das ist hier DeepL, das ist eine Webseite, die man gratis benutzen kann. Ich habe hier den deutschen Text eingegeben, es gibt mir den englischen Text raus. Also das Ganze kann man komplett automatisieren. Ich nehme dann ein Modell, das ich nicht den Satz einfüttern kann. Es gibt eine Webseite, talktotransformer.com, da kann es frei verfügbar. Ich kann da einen englischen Text eingeben und das Modell vervollständigt dann den Blog. Und raus kommt dann eigentlich ein neuer Artikel. Wieder nur der obere Teil, also der Umgang, das was fettmarkiert ist, wurde eingegeben, der ganze Rest ist dann, wurde generiert. Ich habe das Ganze nochmal übersetzen lassen. Ich werde das jetzt kurz vorlesen. Ausgehend von der Ansicht, dass China nicht den USA aufschließen kann, betont die chinesische Führung die Unfähigkeit der westlichen Länder auf den Vorfall zu reagieren. Daher besteht sie darauf, dass der Virus für die Gesundheit des chinesischen Volkes nicht so gefährlich sein kann. Die Haltung dient dem Führungsziel Chinas. Schließlich gibt es noch andere erfolgreiche Atomwaffenstaaten wie Großbritannien, Frankreich und die USA. Und chinesische Wissenschaftler erklären, dass der Zeitpunkt der Ankündigung der WHO und das Problem der Volksrepublik China mit dem Umgang mit ihren eigenen Gesundheitsfällen für sich selbst sprechen. Die gemeldeten Epidemien wurden durch zwei Typhus übertragene Viren verursacht, die von Mensch zu Mensch übertragen werden können. Jetzt könnte man hier Fact-Checking machen. Tatsächlich, es gibt Atomwaffenstaaten, Großbritannien, Frankreich und die USA. Das ist tatsächlich so. Wieso weiß das Modell? Wenn man 40.000 Bücher quasi oder so durchliest, dann irgendwo ist es halt öfters so, dass vorkommt das Wort Atomwaffenstaaten und dann die genannten Länder. Das andere, was natürlich überhaupt nicht stimmt, ist hier unten. Zwei typhusübertragene Viren. Ich bin zwar kein Mediziner, aber ich glaube, das geht Richtung Salmonellen. Und Salmonellen werden normalerweise nicht von Mensch zu Mensch übertragen. Ob es jetzt nur ein Beispiel, wie so ein Text aussehen könnte, der nur komplett maschinell erzeugt wurde. Das war jetzt zum Thema Text. Das Ganze geht natürlich noch weiter in der Forschung, weil man will nicht einfach bei Bildern oder Videos bleiben, sondern auch zu Videos gehen. Dann ist die Frage, kann man auch komplett künstliche Videos generieren? Und dann, das ist der aktuelle Stand der Technik. Also diese Videos existieren komplett nicht. Das ist nicht so, ich habe ein Gesicht ersetzt oder etwas verändert, sondern das Video wurde komplett künstlich erzeugt. Wenn ihr das Ganze ein bisschen genauer ansieht, dann merkt ihr, dass es eigentlich nicht so viel Sinn macht zum Teil. Irgendwie hier sieht es ein bisschen komisch aus, wie die Person geht, machen wir mit und machen wir ohne Beine. Und es ist noch ganz in den Kinderschuhen, aber das ganze Thema wird auch kommen. Und da ist auch ein riesen Forschungsbereich dran. Es geht natürlich auch wieder gute Anwendungsmöglichkeiten, wie beispielsweise, ich gebe einen Satz ein, es generiert irgend so ein Modell, generiert mir ein Video, das ich dann als Hintergrundvideo für meine Webseite so benutzen kann. Also es gibt immer gute wie auch schlechte Anwendungsmöglichkeiten von solchen Technologien. Ich hoffe, ich konnte hier einen kleinen Einblick geben in den Stand der Technik. Noch kurz zur Firma selbst und Rasch. Wir sind ein E-Class-Spinner und wir versuchen hier in der Schweiz ein Startup im AI-Bereich oder künstlichen Intelligenz aufzubauen, das sich etablieren kann. Wir haben bereits gearbeitet mit Firmen zusammen, Startups aus den USA und auch Großfirmen von der Autoindustrie über visuelle Inspektionen von Bildern, eigentlich rund ums ganze Land. Ja, das war's dann schon. Vielen Dank. Vielen Dank, Ido. Haben Sie Fragen? Bitte schön. Gibt es eine Möglichkeit, in den Bildcodes, also in diesen digitalisierten Daten von so Fake-Videos heraufzusehen, dass sie gefällt wurden? Gibt es da Indizien, die man. Ja, das ist etwas, was wir selbst auch angeschaut haben. Wir haben uns sehr intensiv damit beschäftigt. Es geht manchmal besser, manchmal schlechter.
gerade wenn die Videos komprimiert wurden und die Qualität sehr, sehr schlecht ist, ist es extrem schwer. Aber bei hochauflösenden Videos, sei es jetzt vom Obama-Video oder anderen, gibt es ziemlich gute Artefakte, die man erkennen kann. Also die Technologie ist noch nicht so weit, dass man nichts sieht. Das Problem ist dann eher, wenn jemand behauptet, ein Video sei fake und man beweisen muss, dass es echt ist. Also es geht in beide Richtungen. Das ist dann schon doch noch ziemlich aufwendig. Noch eine letzte Frage. Gibt es schon Algorithmen, die beurteilen können, ob Daten manipuliert wurden oder nicht? Ja, es ist natürlich, das ist einer der Gründe, wieso es auch Forschungsbereich gibt. Man versucht mithilfe von der Forschung dann auch wieder herauszufinden, wie kann man besser solche Sachen detektieren. Aber das Ganze ist inzwischen in einem Wettrennen, das ist wie ein Antivirus und ein Virus. Es gibt Leute, die dann Viren machen und die Antiviren. Aktuell sind die Viren, ja auch die Antiviren, hauptsächlich in der Forschung. Aber das wird sich dann auch mehr in die Öffentlichkeit tragen. Vielen Dank, Igor. Vielen Dank Ihnen, dem Publikum und den anderen Sprechern. Ihr laut jetzt alle zum Kaffee ein. Bitte seien Sie pünktlich um 11:15 wieder da. Ich bin sicher, Sie werden eine sehr interessante Diskussion werden.